Damit kämen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist dann 22, Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden. Ein Redner, Herr Lommel, bitte schön. Ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream. Im Grunde genommen ist so ein Jahreswirtschaftsprüfungsbericht eine langweilige Angelegenheit. Sie wurde in unserem Ausschuss ordentlich vorgetragen. Da ist alles tipptopp. Wir werden diesem auch zustimmen. Das Krankenhaus ist nach kaufmännischer Sitte ordentlich geführt worden. Von daher keine Kritik. Warum dann trotzdem hier etwas vortragen? Das liegt daran, dass heute zum Beispiel die sächsische Krankenhaustagung war. Und in dieser sächsischen Krankenhaustagung wurde zum Beispiel festgestellt, dass 25 Krankenhäuser in Sachsen, nur in Sachsen, auf der Kippe stehen, insolvenzgefährdet sind. Wie ist so eine Krankenhausfinanzierung? Wie findet die statt? 92% ungefähr findet statt über die Krankenversicherungsbeiträge oder privaten und 8% ungefähr eben durch Investitionen, und zuständig ist hier der Freistaat Sachsen. Und wenn 25 Krankenhäuser an der Kippe stehen und in dem Bericht, was bei unserem Krankenhaus war, im letzten Jahr war alles sehr harmonisch, nämlich Überschüsse, und die waren Corona-bedingt gewesen, weil es eben sehr viel Unterstützung für die Krankenhäuser gab und unser Krankenhaus davon mehr profitiert hat wie viele andere. Das war eher ein Glücksmoment. Und eine Anfrage von mir an den Oberbürgermeister hat zusätzlich ergeben, dass wir bereits jetzt schon für dieses Jahr bei ungefähr 8,8 Millionen minus sind. Das heißt, unser Krankenhaus hat Probleme, und man muss das hier an der Stelle sagen. Man muss es von der CDU-Regierung einfordern, dass die Krankenhäuser ordentlich finanziert werden. Warum muss das stattfinden? Weil auf der einen Seite haben wir ein kapitalistisches System, das heißt, die Krankenhäuser müssen letztendlich ihre Kundschaften auf dieser Weise letztendlich bedienen, haben Wettbewerb, aber sozialistischerweise ist das, wie sie bezahlt werden, nämlich durch Staatsdirigismus. Und beides führt dazu, dass wir in Deutschland eine unklare Krankenhaussituation haben. Und kurzfristig lässt sich dieser Knoten nur dadurch lösen, dass unsere Krankenhäuser ordentlich finanziert werden. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Wenn das vom Land nicht kommt, wenn das von den Beiträgen nicht kommt, dann ist der Träger für die Finanzierung der Defizite verantwortlich. Das sind wir. Und heute Nachmittag hat Herr Hilbert davon gesprochen, dass er 66 Millionen Euro einschieben möchte für die nächsten 5 Jahre fürs Krankenhaus. Ich habe da schon ein Problem, ob das überhaupt reicht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Ihre Prognose stimmt. Aber wenn wir jetzt bei 8,8 Millionen nasse sind und wenn wir jetzt schon schauen, wie unsere Krankenhäuser kaputt gehen, da wird es mir ganz schlecht. Also mein Appell ist an die CDU-Regierung, machen Sie eine ordentliche Finanzierung auf Investitionsneigung, lassen Sie unsere Krankenhäuser nicht im Stich und sorgen Sie nicht dafür, dass die Kommunen das alles ausbaden müssen. Dankeschön. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Das kann ich nicht erkennen. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Und bitte jetzt um Abstimmung. Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung. Damit so beschlossen. Und